Wir haben hier bei diesem Sweater keinen Backprint. Auch hier trage ich ein L. Ich werde das ganz kurz mal für euch anziehen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, lange hat es gedauert, heute ist es endlich soweit. Ich kann euch meine neue Kollektion Britain Brawl meiner Marke MEM vorstellen. Wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir einige Produkte aufgereiht. Wir haben hier 4 verschiedene Shirts, ein 5. trage ich am Körper, 3 verschiedene Sweater und Hoodies. Einer fehlt. Die Aufmerksamen werden das schon mitbekommen haben. Dazu komme ich nochmal am Ende. Ganz kurz die Eckdaten, Freunde. Am Freitag ist es soweit. Um 19 Uhr findet der offizielle Drop von Britain Brawl statt. Sehr viele Ehrenmänner haben schon im Vorhinein in der Corona-Zeit vorbestellt. Und tatsächlich die Hälfte der Produkte ist schon weggegangen. Das heißt, wer selber kochen möchte, auf alle Fälle schnell sein. Am Freitag um 19 Uhr offizieller Release auf memvienna.com. Erster Link in der Infobox. 14 Wochen Wartezeit gab es bei den Vorbestellungen. Danke an Corona. Aber heute kann ich euch die Sachen finally präsentieren. Wie ihr hier schon sehen könnt, trage ich eines der meistbegehrtesten Shirts. Ganz wichtig zum Schnitt zu sagen, alle Schnitte sind bei den Shirts her gleich. So fitten die Pieces. Ich bin 1,81 groß und habe 85 Kilo, bin eher breiter gebaut und auch hier, wie man schon sehen kann, der Stoff ist sehr, sehr dick. Also wir haben eine Grammatur von 300 Gramm. Das spürt man, wenn man es auspackt. Ich habe euch versprochen, ihr werdet von der Qualität mehr als nur überrascht sein. Das habe ich eingehalten. Diejenigen, die glücklicherweise schon ein Paket in Händen halten dürfen, haben das beim Auspacken gemerkt. Leute, wir sind Next Level unterwegs. Der Preis ist gerechtfertigt. Das werdet ihr merken, wenn ihr die Pakete dann auspackt. Wir haben 3 verschiedene Boxen. Natürlich kommt alles wieder in der MEM Magnetbox. Die hier jetzt ist in weiß mit Magnetverschluss. Hier werden die Pakete verschickt und wir haben noch 2 weitere Größen in schwarz. Das nochmal zur Verpackung. Hier wird nicht gespart. Die Produkte sind hochwertig und natürlich sollen auch die Verpackungen dementsprechend sein. Übrigens, die George Jordan hat die gleiche Magnetbox verwendet. Kommen wir zu den ersten Pieces. Wie ihr seht, trage ich hier das Boston Tea Party Shirt. Fällt etwas oversized aus. Ich trage ein Large. Hier haben wir den Backprint. Das ist die Stonewashed Version. Wir haben 3 verschiedene Designs. Kommen wir nach dem Boston Tea Party Shirt zu einem meiner Favorites, dem Jack the Ripper Tee. Wir haben hier vorne Jack the Ripper abgebildet und hier so ein bisschen im Detektivstil einzelne Motive der damaligen Opfer herausgewählt. Für manche sehr, sehr makaber. Wir finden es sehr, sehr nice. Da unten nochmal die Bezeichnung mit den Victims und die einzelnen Opfer mit dem Datum hier nochmal als Tour-Dates aufgelistet. Mag nicht jedem gefallen, aber uns gefällt sehr, sehr gut. Dieses Shirt haben wir auch in schwarz. Ich finde gerade auch bei dem Weiß kommt dieser Rotton sehr, sehr schön heraus. Sticht aber auch bei diesem Schwarz sehr, sehr gut hervor. Hier nochmal mit dem Backprint. Wie gesagt, Stoff absolut hochwertig. 100% Baumwolle, handmade in Portugal. Sie sind sehr, sehr steif und dick. Dadurch fällt das Ganze sehr, sehr schön. Also ich bin absolut begeistert von den einzelnen Shirts. Es ist wie gesagt Next Level. Wir haben noch ein weiteres Design, das ist Larisande. Hier haben wir natürlich wieder ein geschichtliches Ereignis, so wie auch bei den anderen Pieces aufgegriffen. Damals, als die englische Armee in Irland relativ eskaliert ist, hier vorne mit der Bezeichnung Bloody Sunday in so einem leichten lila Ton gehalten. Hier nochmal mit einem tatsächlichen Bild von dem damaligen geschichtlichen Ereignis, auch nochmal mit lila versehen und der Kollektionsbezeichnung Britain Brawl als MEM Story. Auch sehr, sehr gut gelungen vom Fit her, wie gesagt. Fittet gleich large in dem Fall. Das gleiche Design haben wir nochmal auf einem Stonewashed Shirt in einem Schwarzton mit grünen Blitzen. Auch sehr, sehr flashig der Farbton, der herauskommt in einem 3D-Printing. Hier auch nochmal das gleiche Design, wie gesagt, in schwarz gehalten. Fällt wunderschön am Körper, also T-Shirts. Ohne Spaß, Freunde. Ich mag voreingenommen klingen, aber ihr wisst, ich habe sehr, sehr viele teure Pieces zu Hause und einfach keines davon kann mit diesem Stoff und mit dieser Qualität mithalten. Aber kommen wir direkt zu dem Sweater, dem Crewneck Hooligan. Ganz klar haben wir natürlich auch die Hooligans hier mit hinein verpackt. Wir haben vorne ein Abzeichen, hier kann man ganz leicht erkennen, einen MEM-Print sieht man hier jetzt gar nicht, aber wenn ihr es zu Hause habt, dann könnt ihr das gut erkennen. Hier nochmal in Gelb Hooligan verkörpert und oben nochmal die Bezeichnung Britain Brawl, die Kollektion plus die Marke MEM. Wir haben hier bei diesem Sweater keinen Backprint. Auch hier trage ich ein L, ich werde das ganz kurz mal für euch anziehen. Fällt sehr, sehr schön, sieht sehr boxy aus, auch von hinten. Wie gesagt, L trage ich. Bei einer Grammatur von 390 Gramm sind wir, also auch sehr, sehr dicker Stoff. Fällt dadurch durch die Steifigkeit des Stoffes sehr, sehr gut. Und auch wenn man das in Händen trägt, merkt man einfach, dass hier
Handmade Quality aus Portugal am Start ist. Auf jeden Fall eins meiner Lieblingspieces aus dieser Kollektion. Kommen wir zum nächsten Hoodie, dem Jack the Ripper Hoodie. Wir haben hier einen ganz einzigartigen Fit. Wir haben ewig lang an der Produktentwicklung herumgeschraubt, um wirklich so einen Fit gewährleisten zu können. Der Hoodie liegt bei 450 Gramm, das heißt fast ein halbes Kilo, ein äußerst dicker Stoff, der dadurch sehr, sehr gut am Körper liegt. Ich zeige euch das mal kurz. Auch der Hoodie fittet mega nice, die Kapuze ist gelungen. Wir haben hier auf Kordeln verzichtet. Wenn man die Kapuze nach hinten gibt, fällt das Ganze wieder sehr boxy aus. Es wirkt alles sehr, sehr breit. Wir haben hinten nochmal die Tour-Dates, also auch vom Fit her absolut Baba. Wenn ihr den Hoodie in Händen hält und dann das erste Mal in den Hoodie hineingeht, merkt ihr einfach, was hier für Stoffe verwendet wurden und wie hochwertig sich das alles anfühlt. Ich komme eigentlich aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil es wirklich so unfassbar gut gelungen ist. Das ist der Jack the Ripper Hoodie. Auch hier oversized, trage ich wieder ein L. Fällt sehr, sehr gut, bin absolut begeistert. Leicht Drop Shoulders, aber nicht zu stark, um hier wirklich nach oben in die Breite gehen zu können. Fit auf jeden Fall, meiner Meinung nach Baba. Aber kommen wir direkt zum letzten Hoodie, dem Queen's Hoodie. Auch der Queen's Hoodie, wie man am Fit schon erkennen kann, fittet gleich wie der Jack the Ripper Hoodie. Wir haben hier hinten nochmal eine ganz dezente, minimale Aufschrift mit der Kollektionsbezeichnung und MAM. Vorne dieses Queen Logo im Sex Pistol Style, finde ich auch sehr, sehr nice. Nochmal mit Britton Brawl verziert. Und wie gesagt, wir haben uns von der letzten Kollektion bis jetzt nochmal um 100% gesteigert. Ihr werdet das merken, wenn ihr die Produkte in Händen hält. Es ist einfach Wahnsinn, wie sich das Ganze anfühlt an den Bünden hier. Und auch hier nochmal unten auch der dicke Stoff. Also wie gesagt, mega begeistert. Merkt man dann, wenn ihr die Produkte aus eurer Magnetbox holt. Sehr, sehr nice. Ja, die Aufmerksamen unter euch werden bemerkt haben, dass zwei Produkte fehlen, beziehungsweise drei. Zum einen der Boston Tea Party Hoodie und natürlich auch die MAM Trucker Cap in einem Creme und in einem Schwarz gehalten. Aus dem einfachen Grund, hier ist ein Fehler passiert aufgrund von Kommunikationsproblemen, kamen die Produkte nicht bei uns in Österreich an, werden jetzt gerade angefertigt und bei jedem Produkt gibt es leider Gottes nochmal eine Wartezeit von 3 Wochen. Das heißt, wenn ihr am Freitag um 19 Uhr bestellt, dauert es weitere 3 Wochen, bis der Hoodie bzw. die Cap dann bei euch ankommt. Für all jene, die vorbestellt haben, haben bereits eine Mail mit einer Entschuldigung und einem Rabattcode von uns erhalten. Es tut uns irrsinnig leid. Ihr wisst, das ist die zweite Kollektion. Wenn man sich die Qualität und die Stoffe so ansieht, sieht es nicht so aus, als wären wir noch in den Kinderschuhen. Aber gerade was so organisatorische und Ablaufdinge angeht, sind wir einfach noch nicht ganz auf der Spur. Wir werden das auf jeden Fall mit den nächsten Kollektionen dann noch verbessern. Tut mir irrsinnig leid, ist leider so passiert. Aber ansonsten, wie gesagt, wir liefern mehr als das, was die Hoodies und die Shirts kosten. Also für all jene, die dann nochmal reinschauen wollen, einfach auf mamvienna.com. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil ich sehr, sehr überrascht bin, in welcher Art und Weise wir das jetzt doch noch trotz Corona-Zeit über die Wege gebracht haben und was wir hier für eine Qualität liefern. Ich sage dazu, wir haben wie gesagt sehr, sehr viele Vorbestellungen. Das heißt, wer was koppen möchte, von dem Stand, der noch da ist, auf jeden Fall Wecker stellen, Freitag 19 Uhr dabei sein, schnell bestellen und dann sollte dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege stehen, dass ihr auch eure MAM-Produkte zu Hause habt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Freunde, schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet und vor allem diejenigen, die schon ein Produkt erhalten habt, schreibt euer Feedback zu den Produkten in die Kommentare. Für all jene, die noch unentschlossen sind, können sich sehr, sehr gerne die Feedbacks der begeisterten Kunden durchlesen. Wir haben nichts zu verheimlichen. Wir liefern mehr, als viele vielleicht denken. Also bedanke ich mich für all jene, die das Vertrauen schon im Vorhinein reingesetzt haben. Ich weiß es sehr zu schätzen. In dieser Brand steckt wirklich sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Herzblut. Und ja, spürt man dann auch, wenn man es in Händen hält. Liebe Leute, das war's von diesem Video. Am Freitag kommt noch ein Baba-Video, das vermutlich einige überraschen wird. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und Freitag 19 Uhr auf alle Fälle am Start sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Danach wird alles rausgeschickt. Sollte dann nächste Woche bei euch zu Hause schon ankommen. Das war's von mir, euer Maximilian.